Hey Freunde und herzlich willkommen zurück zu Splinter Cell Blacklist. Ja, ich bin Sam Fisher und ich bin, ja, wie gesagt, irgendwie in der Falle. Mist, wir haben Wie ein man schon Problem. sieht, eine ganze Stromausfall Menge im Leute Hinterhof. draußen, da ich den Strom abgeschaltet Blödmann. habe. Natürlich hatte das Konsequenzen, aber es musste sein. Sonst hätte sich der Typ wahrscheinlich gar nicht in seinem Panic Room eingesperrt. Jetzt hoffe ich, dass ich das Ganze irgendwie hinkriege. Möglichst schadenfrei. Und möglichst ohne gesehen zu werden. Das ist das Coolste an, nämlich an dem Ganzen. Aber ich höre Hunde. Komm her. Da drüben war ein Geräusch. Na dann komm und schau's dir an. War vermutlich nichts. Such weiter. Oh Mann, die sind echt sehr misstrauisch und ach, doof. Vor allem, es ist. Hier läuft Alarm und der Typ sagt, es war wahrscheinlich nichts. Da kommt der Hund. Hauptsache, kommt jetzt keiner her, der Hund von mir aus. So. Oh nein, suchen jetzt alle nach dem Hund? Ich hoffe nicht. Ach, natürlich, Schlagalarm. So. Das hätten wir. Jetzt bloß nicht nervös werden, Patrick. Dann schaffst du das ja auch. Und wenn es so weitergeht, wird es einfach, denn sie kommen alle nach und nach wahrscheinlich hierher. Wow, das sind jetzt immer noch vier. Hast du ihn gesehen? Ich sehe ihn nicht. Versuch ihn zu Willis. finden. Der unscheinbare NPC, den wir gerade K.O. geschlagen haben, hieß wohl Willis. Ja, auch NPCs haben Namen. NPCs, die eigentlich nicht wichtig sind. Aber, jo, das ist cool. Steigert die Atmosphäre auf jeden Fall. Und ich sag ja, wenn das so weitergeht, wird's einfach. Ja, bloß gucken, dass hier keiner von hinten kommt. Aber da kommt nämlich jemand. Ja, das wird knifflig. Jetzt war ich leicht angespannt. Wer wusste denn? Das war's jetzt, oder was? Na. Ich würde mich hier gerne weiter vorarbeiten, aber ich habe Angst, gesehen zu werden. Hier ist es ganz schön hell. Aber ich wage es einfach mal rauszugehen. Ich bräuchte auch Hilfe. Warum ist Briggs eigentlich nie dabei? Mich eigentlich so markieren? Ja, geht sogar. Ist ja krass. So habe ich die zumindest im Blick. Mist. Der läuft weg. Oh Gott. Na, Kumpel? Okay, es sieht okay aus. Das war ich knapp schon wieder. Aber wir haben ein Bonus-Ziel ausgeschaltet. Das ist sehr gut. Balkon gesichert oder was? Ach, Mist. Schade, Leute. Headshot. So, und ich glaube, das da drüben. Ja, da sind immer noch welche. Ah, das war doof von mir. Das war echt sehr, sehr doof von mir. So.
Ach, Kumpel. So, weg mit dir. Gott, ey, wie viel sind denn man hier? Es hört gar nicht mehr auf. Ich würde sagen, ich halte mich mal kurz bedeckt. Lass wieder ein bisschen Ruhe einkehren, dann kann ich mich vielleicht auch wieder hier lang schleichen. Gar nicht so einfach manchmal, Freunde. Es läuft nie so, oder meist nie so, wie ich es mir vorstelle. Was ist da drüben los? Ja, wenn ich wüsste, was bei dir da oben los ist, könntest du auch gerne mal runterkommen. So, ich müsste aber wahrscheinlich wirklich mal da lang. Was ist da drüben los? Schrei nicht so. So. Okay, Licht. Wer hat's geworfen? Du? Oder? Nein, geht jetzt auch mal aus wieder. Wäre ja schön. Wobei, wartet mal, Freunde. Ich check mal. Hier kann ich ruhig lang. So. Jetzt muss ich nur irgendwie hoch auf den Balkon kommen. Das soll ja der Einstieg sein ins Haus. Das ist der leichteste. Da könnte ich auch hochklettern. Und schnapp mir den Typen, wenn es denn klappt. Und das sind auch schon der Balkon. Das FMI hat einen Transporter markiert, der mehrmals an Luris Anwesen vorbeigefahren ist. Auf Militärfrequenzen im Fahrzeug zu hören. Behalte ihn im Auge. So, gut. Ich habe gerade nichts verstanden. Steht's hier gerade irgendwo? Nee. Na gut, das ist gesperrt. Kommt jetzt gar nicht durch? Nope. Muss ich an der Seite lang klettern vielleicht? Das geht natürlich nicht wegen dieser Satellitenschüssel. Ach Gott, ist das doof. Dann kann ich auch nur und so weiter. Na gut. Dann muss ich wohl woanders lang. Leider. Wäre cool gewesen, diesen alternativen Weg zu gehen. Ja, Sam. Und dann mit dir. Oder wobei. Nee, ich probier's nochmal da oben, da muss irgendwas sein. Wenn jetzt nichts ist, dann tut's mir leid. Ach, hier lang, alles klar. So. Hat sich das auch schon erledigt? Ich frage, wo wir lang müssen. Ach, und Hunde, ich werd noch wahnsinnig. Bin hier irgendwo lang? Nee, auch gesperrt. Na gut. War zu erwarten. So, spannende Musik setzt wieder ein. Bin. Ja. Ein vorgefertigter Panikraum. Was ist das, Freunde? Links, ich hab die Blaupausen überdreht. Nuri hat Laser installiert, die bei Unterbrechung Alarm auslösen. Freunde, was war das gerade? Ich habe keine Ahnung. Irgendwie war das Spiel gerade echt buggy und wir haben nicht verstanden, was Grimm gesagt hat. Ich hoffe, es war nicht so wichtig. Das Spiel speichert vielleicht lag es daran, am Location wechseln und am Speichern. Ja, gibt's auf der Karte jetzt irgendwie einen Hinweis dazu, zu dem, was sie gesagt hat? Nee. Na gut, macht nichts. Wir werden das doch so irgendwie schaffen. Ah, der liegt hier ganz... Naja, nicht passabel. Hier drinnen verstecke ich die mal ein bisschen. Hier sieht's ein bisschen dunkler aus. Hallo. Natürlich kommst du jetzt hier lang, oder? Verstanden. Nächsten Abschnitt durchsuchen. Dreh dich mit dem Sichtgerät um. Gehe zum nächsten. Ja, mach ich doch. Das scheint der Panic Room zu sein. Denke ich mal zumindest. Das geht da hier. Miller, Lagebericht. Oh oh. Freunde, ich glaube, es wird kritisch. Den Jungs ist irgendwas zugestoßen. Vorsichtshalber mal markieren. Und wenn sie sich jetzt nicht gleich aus dem Staub machen, dann werde ich schießen. Okay, nächsten Sektor durchsuchen. So. War mir jetzt echt zu gefährlich. Ihr wisst ja, dass ich es vorziehe, lautlos vorzugehen, zumindest ohne Rumgeschieße. Stellen, an denen du durchbrechen kannst.
Ja, Schwachstellen. Was für Schwachstellen? Hier ist nichts, aber ich glaube... Halt in dem Raum. Nein. So. Wo jetzt lang? Ach ja, das ist cool, Freunde. So, Innenbereiche sind eh so mit so die cooleren Sachen bei Splinter her. Denn, ja, schön viele Ecken und Kanten zum Verstecken. Es ist meist dunkel drin. Und es gibt Alternativwege. Oh, der Rest spielt sich immer mehr ab. Ja. Hier ist nichts. Danke, Grim. Ich konnte es mir denken und ich sehe es ja auch schon dort. Ich muss nur irgendwie hochkommen. So wird das ja gehen, aber... Komm jetzt bitte nicht runter. Ich habe mir jetzt extra die Mühe gemacht, zu dir hochzukommen. Das war ein bisschen zu auffällig. Ach ja, und schießt ins Leere. Ach nee. Ich weiß nicht, steht das in dem Vertrag eines Terroristen oder zumindest eines Videospielbösewichts, auf nichts zu schießen, falls man irgendwie zumindest den Verdacht hat, dass hier irgendwer sein könnte? Da drüben irgendwas entdeckt? Nein. Nichts gefunden. Hey, ich konnte doch irgendwie hier hoch. Ach Sam, manchmal machst du mich echt traurig. Spring doch nicht irgendwo hin. Könnte Hilfe bei der Suche gebrauchen. Ach, ihr könnt bei allem Hilfe gebrauchen, glaube ich. Okay, dann. Glaube, der Kerl ist da drüben. Yep. Das war der nächste. Oh oh. Gut, jetzt schießt er wenigstens mal nicht auf irgendwas, was er nicht irgendwie gesehen hat. So. Ah, nein, 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 nein. Warum nutze ich eigentlich keine Haftkameras und sowas? Wäre eigentlich noch nur mein Vorteil. Aber okay. Scheint das nicht zu brauchen. Obwohl ich die Dinger voll cool finde. Oh, da ist er ja. So. Wo ist der letzte von denen? Ach, der wartet da oben. Kletter ich mal hier hoch. Suche nach Schwachstellen, an denen du durchbrechen kannst. Na, komm schon. Hab dich. Da sind auch noch welche. Ja, wo sind hier Schwachstellen, Freunde? Hier ist auf jeden Fall. Nur kommt man da wohl nicht so einfach rein in diesen Panic Room. Am liebsten wäre es mir echt mal alle erstmal auszuschalten. Ich muss wahrscheinlich auch noch ein kleines Stückchen weiter. Da ist noch einer. So. Corbin meint, er könnte in den oberen Etagen sein. Ja, doch. Ich weiß auch, dass ich weiter muss. Wie schnell soll ich denn sein? Ich mache das gerne ein bisschen langsamer. Ach, hätte ich mich auch verstecken können. Wie gesagt, es gibt meist... Ja, Sam, danke. Viele Möglichkeiten. Hier scheint echt niemand mehr zu sein. Habe ich sie denn jetzt schon alle beseitigt? Na schön, meinetwegen. Oha, Laser. Die werde ich natürlich umgehen. Keine Frage. Ich meine, so nah sieht auch nichts, also weiter. Und ja, hören tut man ja auch gar nichts mehr. Also denke ich mal. Alles gesäubert. Ja, hier muss es sein. Vielleicht im Schrank.
Ja, ich glaube, ich würde die Eingangstür meines Panic Rooms in einem Schrank verstecken. Ein nettes Bad. Oh, der Typ lebt echt gut. Ja, und hier scheint es zu sein. Gehen wir mal rein. Man, Buldaram! Buldaram! Wenn ich Geld brauche, überfalle ich eine Bank. Amerikaner? Die schicken nicht die Iraner? Was sollten die von dir wollen? Ich glaube, wir haben ein wichtigeres Problem. Sam, im Transporter war eine Kommandoeinheit. Sie treten die Türen ein. Ich tippe auf die Kurzbrigaden. Wenn du mich hier raus und in Sicherheit bringen kannst, dann verspreche ich, dass ich dich belohnen werde. Jeder Mann hat seinen Preis. Ich will Informationen. Majid, Sadiq. Tut mir leid, aber selbst wenn ich den Namen kennen würde, könnte ich nicht sagen. Mein Geschäft basiert auf Vertrauen. Und jede Regel hat eine Ausnahme. Du kriegst, Sadiq. Wie praktisch. Komm mit. Ich habe einen unterirdischen Fluchttunnel bauen lassen. Er führt zu meinem Privatdock. Ja, Freunde. Echt, echt coole Sache. Weiter geht's. Erledige sie. Vorher werde ich hier nicht weggehen. Halte dich bereit. Ich glaube, jetzt wird es wieder Zeit für wildes Geschieße. Ja, Freunde, die Dinger oder die Typen, die haben Nachtsichtgeräte. Oder Sonars oder was auch immer. Echt krass. Ich sehe sie. Ich sehe nichts, Sam, aber wenn du was siehst, ist das schon mal ganz gut. Na, wo sind denn die Freunde? Wow, es sind viel. Sie sind hier. Ruhe bewahren. Wupp. Ah, das war schlecht. Stimmt, man kann ja die große Knarre so nicht verwenden. Ach, und sie kommen hoch. Oder doch nicht? Na los schon. Und was jetzt? Ihr kommt da nicht rein. Ganz hier kommt ihr nicht rein. Ihr habt fette Hightech-Brillen und ihr meint, ihr kommt da nicht rein. Na toll. Mann. Mann, das ist ja wohl nicht. Ich bin der weltbeste Schütze. So. Das war's erstmal. Ich habe nur noch wenig Munition. Gar nicht gut, gar nicht gut. Aber ich hoffe, wir kommen hier gleich raus. Lebend. Sam, nein, komm runter mit dir. Ja, will ich. Jetzt. Sehr schön. So. Ach, da. Na? Komm zu mir. Komm zu Daddy. Das war's. Bewegung. Komm schon. Mach bloß hin. Tunnel, Nuri. Ganz nah. Ganz nah. Toll. Na los. Die Musik hat aufgehört. Vielleicht ein gutes Zeichen. Wir sind fast am Eingang. Aber auch nur fast. Es war cool, wie Sam sich da einfach hingesetzt hat. Natürlich musste er irgendwann ausspucken. Sonst wäre er hier nicht lebend rausgekommen. Er wusste, dass es nur mit uns schafft. Grim, wir nähern uns einem Fluchttunnel. Optionen? Ja, eine. Der Fluss. Ich sehe ein Boot an Nuris Privatanlegestelle. Ich kann mir da aus dem Waffenlager eine Knarre holen. Nein. Wenn mich eine Kugel trifft, dann nicht in den Rücken. Ah, Leute. Munitionsauffrischung. Sehr schön. Ja, dann machen wir mal weiter. Erzähl mir von Sadiq. Es ist eine einfache Vereinbarung. Er schickt mir Geld, ich schicke ihm Soldaten. Wofür braucht er die Soldaten? Das ist nicht meine Angelegenheit. Gehen wir. Nicht so schnell.
Yep. Ah, das ist ja dieselbe Sache wie mit Coben. Ich hasse es. Das soll wohl ein Witz sein. So behandelst du Leute, die du schützen willst? Halt die Klappe, ist angenehmer für uns beide. Ja, bin ich deiner Meinung, Sam. Ganz deiner Meinung. Privates Dock erreichen. Es sind ja nur noch 129 Meter. Ja, und ich muss mich jetzt hier wahrscheinlich durchballern. Sehr schön. Aber... ja, na toll. Nur noch drei Schuss, von, zumindest von dem Ding. Das werde ich auch erstmal benutzen. Freunde. Es wäre ja mal cool, wenn ich das beim ersten Mal schaffen würde. Und hier mal nicht den Löffel abgebe. Noch ist nicht zu sehen. Hier kann ich nicht rüber. Ach, schöner Mond, oder? So, wo geht's lang? Klettern ist keine Option zu zweit. Ah, hier geht's weiter. Keine gute Idee. Die Kurzbrigaden zu nerven war keine gute Idee. Das kommt davon. Tja. Krass, Leute. Echt krass. Verdammt, ich könnte den Taser doch ins Wasser. Naja. Zwei Schuss noch und wir sind noch 85 Meter vom Ziel entfernt. Das geht schneller, als ich dachte. Oh. Wow. Sehr schön. Wie gesagt, wenn hier mehrere im Wasser stehen, schießt den Taser einfach ins Wasser. Das müsste sie eigentlich alle gleichzeitig ausschalten. Na, nicht so schnell. Manchmal bin ich doch dann ein wenig unvorsichtig. Sam, den hat sich ein gegnerisches Fahrzeug. Schnell zum Dock. Bestätigt. Alles klar, schnell zum Dock. Ich mache ja schon. Bloß weg hier, weil auf eine große Schießerei habe ich gar keinen Bock. Da ist das Boot. Los, 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 los. Ich will Namen. Hier, hier. Darauf sind die Namen und Ausweisnummern aller Männer, die ich Sadiq geschickt habe. Remy, schick dir eine Datei von Nuris Mobiltelefon. Überprüf sie. Verstanden. Uns fehlt die Zeit. Erwartest du, dass ich dir vertraue? Sam, du musst da weg. Die sind nicht mehr weit weg. Ja, hast recht. Hört sich so an. Nuris Datei ist okay. Weg da. So, jetzt dürfen wir Boot fahren, oder wie sieht's aus? Nein, wir haben es einfach geschafft. Ah, sehr schön. Ach, Freunde, ja. Es ist schön, besser zu werden. Es macht richtig Spaß. Es ist ja, wie eine Lernkurve eben. Sehr schön. Panther-Stil wahrscheinlich wieder am wenigsten. Ja. Ja, war nicht so viel, wie gesagt. Ich hoffe, das bringt diesmal ein bisschen mehr Geld. Ich meine, gut, wir haben gut was eingespielt durch diese Mission. Ja. Sehr schön. Ich bleibe mir treu. Der Ghost-Stil ist immer noch der beste. Ja. Ach, schön. Die Mission geschafft. Hat nur 48 Minuten gedauert. Gibt's auch wieder einen Zeitbonus für. Körper versteckt. Ach, gar kein Körper versteckt. Ja, naja, trotzdem genug Boni erhalten, wie ich finde. Ja, und das Ergebnis, man sieht's. Sehr schön. Der Stand hat sich geändert. Ah, gut, 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 über 300.000. Damit könnte ich schon mal ein bisschen was anfangen, auf jeden Fall. Da springen ein paar Upgrades für raus. Gucken, was jetzt wieder kommt. Wie nützlich waren Nuris Informationen? Wir überprüfen gerade die Ausweisnummern. Vielleicht sind wir Sadiqs Leuten bald auf der Spur. Warum lasst ihr den laufen und ich sitze immer noch bei euch Idioten? Weil du uns hier viel nützlicher bist als da draußen. Die Regierung vermutet, dass Blacklist vom Iran gesteuert wird. Nuri ist vielleicht ein Geheimagent und du lässt den Mann einfach laufen?
Ich mache aus der Not eine Tugend. Du machst einen Fehler. Der Iran ist völlig unberechenbar. Du klingst ja fast wie die Präsidentin. Wenn du das nächste Mal mit ihr redest, wirst du vorher Bescheid sagen. Charlie? Ein Peilsender. Bin durch deine E-Mail-Peilung auf die Idee gekommen und hab Nuri ein Virus aufs Handy geballert. Es überträgt Gespräche, GPS-Daten und wahrscheinlich infiziert er auch seinen Computer damit. Wir erhalten so mehr Informationen, als wenn wir ihn mit Corbin eingesperrt hätten. Das glaube ich nicht. Ist dir egal, verstehe ich als Maul. Alles, was du aus Washington kriegst, sind Vermutungen. Ich beschaff Daten. Du wirst noch einen Krieg auslösen. Diesen Krieg hat Sadiq längst begonnen. Wir sind diejenigen, die ihn beenden sollen. Kümmer dich weiter um die Ausweise. Wir brauchen eine Spur, und zwar gestern. Sehr schön, sehr schön. Ja, von ich find's cool, dass es auch Spannungen gibt innerhalb des Teams. Das macht das Ganze so ein bisschen authentischer. Ja. Grimm ist mir trotzdem sympathisch, auch wenn sie immer ja, gegen das meiste ist, was Sam so vorschlägt und macht. Aber ja, also ich würde ihm blind vertrauen, hatte ich ja glaube ich schon mal erwähnt. Ja. So, Mission abgeschlossen, Freunde. Der Part ist auch perfekt zu Ende. Wir sind ungefähr bei 26 oder 27 Minuten. Ah, schön. Gut, na komm, das Gespräch mit Sarah gebe ich mir jetzt noch und dann ist aber Schluss für heute. Ich brauche Infos über die Anlage. Sehr schön, Freunde. Dann werde ich noch ein bisschen was upgraden, aber ich denke mal, das mache ich offline und ich sag's euch einfach. Hallo? Hey, Sarah. Ist ein langer Flug, also bleibt mir etwas Zeit. Schön, dass du anrufst. Hat Anna dir schon die neuesten Nachrichten erzählt? Hab eine grobe Vorstellung. Wie läuft es bei dir? Die Lage ist irgendwie angespannt. Der Countdown von Amerikas Freiheit läuft ab, aber noch dreht keiner durch. Irgendwas Neues von Vic? Hab nachgefragt. Er ist jetzt in den Staaten. Es geht ihm besser. Nicht gut, aber besser. Danke, dass du gefragt hast. Und, wie geht es dir? Mach dir keine Sorgen. Die mache ich mir schon. Das lässt dich nicht abstellen. Bis bald. Tschüss, Dad. Tschüssi, Sarah. Ach ja. Wie immer schön. Ich kann das immer wieder sagen. Die Musik passt auch. Ja, aber... Nun gut, Freunde. Hier geht es dann das nächste Mal weiter. Ich hoffe, ihr bleibt mir treu. Und ja, habt Spaß an den Dingen, die ich hier tue. Patrick sagt Tschüss und wir sehen uns. Also, bis dann. Sicheren Kanäle?